Willkommen zum nächsten Part meiner Karriere mit Olympique Lyon. Ja, im letzten Part haben wir in der Champions League gegen Napoli 1:1 gespielt. Ja, war ein schwieriges Spiel. Wir haben nicht so gut gespielt, aber ein 1:1 ist dann auch okay. Und jetzt kommt ein durchaus schweres Spiel gegen Olympique Marseille. Die sind auf dem vierten Platz. Wir schauen uns die Tabelle mal an. Wir sind auf dem zweiten Platz mit 25 Punkten und Paris auf dem ersten mit 26. Dann FC Nantes und dann eben Marseille und dann noch Toulouse und Monaco. Aber das ist natürlich noch alles offen und jetzt in dem Part geht es gegen Olympique Marseille. Ein schwieriger Gegner auf jeden Fall, auch einer, eins der besten Teams, denke ich, mit halt mit PSG ist natürlich das Beste, dann noch Monaco, aber Marseille kommt dann auch irgendwann. Auch ein sehr, sehr gutes Team natürlich und gegen die spielen wir jetzt. Haben wir noch Nachrichten, dass er wieder fit ist, Pressekonferenz, motivieren wir mal uns. Ruß möchte mal wieder spielen. Ah ne, das war letzte Partie, dass er gespielt hat, stimmt. Okay, was wir eigentlich noch schnell schauen könnten, ist mal bei Spielerstatistik, wer denn der Torjäger ist. Und Lacazette führt mit 8 Toren, also unser Topmann führt hier auch insgesamt die Torvorlagen. Cavani führt, aber okay, auch Fekir hat genau so viel, nämlich 5. Also da ist auch noch alles offen, ohne Gegentor, da sind wir nicht so gut. Wo sind wir denn? Da auf dem 12. Platz mit Lopez, halt unser Torwart, ja. Aber das ist auch nicht so schlimm. Und jetzt geht's rein gegen Olympique Marseille. Erster gegen Vierter, wenn ich mich jetzt nicht gerade täusche. Aber ja, Vierter sind sie. Und dann geht's jetzt rein gegen Marseille. Und da ist unsere Startelf. Es ist unsere Top-Elf. Ich habe nur Goku rausgenommen. Kronier rausgenommen für Ødegaard. Weil Kronier war nicht ganz fit. Für ihn spielt Ødegaard sonst unsere absolute Top-Elf. Und da ist die Aufstellung von Marseille. Da sind auch ein paar sehr, sehr namhafte Spieler, die man wirklich auch kennen sollte. Im Tor fängt es an, dann, wen kennt man noch? Funny kennt man, Ayu, Payet. Ja, also sie haben eigentlich ein sehr, sehr gutes Team. Den Innenverteidiger, Nkululu oder wie der auch heißt, kennt man auch. Und da sehen wir unseren Topstar, Lacazette. Und da geht es jetzt los. Zweiter gegen Vierten. Payet. Payet mit dem Schuss und das ist die erste Chance für Marseille nach 13 Minuten. Sehr, sehr guter Versuch, muss man sagen. Aber bis hierhin passiert wirklich noch nicht so viel. Es ist eher so Mittelfeld-Geplänkel, wie man so schön sagt. Aber wir kommen noch nicht so richtig durch. 30 Minuten jetzt gespielt, man muss wirklich sagen, es passiert wirklich nicht so viel. Es passiert nicht so viel, Marseille spielt einen Tick besser, denke ich mal. Also so kommt es mir auf jeden Fall vor. Wir kommen noch nicht so richtig durch, vielleicht jetzt mal Ødegaard. Ødegaard, ich passe, er macht es einfach nicht. Jetzt sind wir in der Verteidigung voll offen. Aber Marseille braucht da auch zu lange, dass wir eigentlich den Ball erobern müssten. Fanny. Wieder Fanny mit der Flanke. Okoro gewinnt, aber sie haben immer noch den Ball. Wir kommen nicht dran. Seitenwechsel auf Fanny und so geht es die ganze Zeit. Fanny. Oh, ich komme nicht am Ball, Mann. Und da ist die Chance für Marseille. Ja, wir kommen nicht an den Ball. Aber Lopez hält den gut. Und dann gibt es hier die zweite gute Chance für Marseille. Und den Eckball direkt hinterher. Mal schauen, was da jetzt rauskommt. Ich hoffe, kein Tor. Der Eckball kommt, Ødegaard muss da einen Kopf voll und gewinnt den auch. Williams. Marseille spielt immer über die Außen. Und wir können es irgendwie nicht verhindern. Was ist das für eine Flanke? Also wenn der reingeht, dann ist es ein überragendes Tor. Aber war wohl nicht so gedacht und ging ja auch zum Glück daneben. Aber ja, Marseille spielt ganz klar besser. Wir kommen überhaupt nicht so in unser Spiel rein. In diese Passkombination. Was uns eigentlich ausmacht, das bringen wir hier nicht auf den Platz. Wir schaffen es einfach nicht bis hierhin. Aber es ist gleich Halbzeit, da werde ich auf jeden Fall was ändern. Und jetzt ist auch schon Halbzeit und wir werden hier auf jeden Fall was ändern, weil Marseille spielt einfach deutlich besser. Nur was ist die Frage, was kann man groß ändern? Ich werde auf jeden Fall mal Goku ein bisschen mehr nach links und Ødegaard ein bisschen mehr nach rechts. Die spielen halt immer auf den Flügeln und Flanken. Wir können es einfach nicht verhindern bis jetzt. Ich werde auch Ødegaard rausnehmen. Für Ferry. Goku hat auch fast keine. Also ist schon platt, muss man eigentlich sagen.
Und wir brauchen fitte Leute, weil die gehen immer über die Außen. Da muss Goku natürlich auf seiner Seite mithelfen, weil das kann ich Gaia alleine machen. Von dem her, ja, ihn will ich. Ich lasse Goku noch drin, aber man muss schauen, wie es weitergeht. Aber Marseille spielt bis hierhin klar besser. Wir tun uns sehr, sehr schwer und dann geht es weiter in der zweiten Halbzeit. Boah, was macht Lopez da? Ich drück direkt und das ist das 1 zu 0 für Marseille. Ich weiß nicht, was Lopez macht. Ich drück direkt. Er macht nichts, okay. Und dann das 1 zu 0. Ich weiß nicht, was das. Also. Der Ball kommt so, er läuft raus. Ich passe. Jetzt passe ich. Und er macht so, ich mach das nicht. Und da machen sie natürlich rein. Ja, ich weiß nicht, warum er nicht passt. Keine Ahnung. 1 zu 0 für Marseille. Wir finden kein Mittel gegen Marseille und jetzt gibt es den Eckball. Aber das mit dem Fehler von Lopez ist einfach unnötig und jetzt wieder ein Fehler. Aber Ayew macht den nicht rein. War auch schwierig von da, aber was ist mit Lopez los hier? Ja, unnötig auf jeden Fall. Das Gegentor fuckt extrem ab, weil ich habe gepasst. Er passt einfach gar nicht und ich passe da auch nicht hin. Ich weiß nicht, was das ist. So, gleich 60 Minuten, ne? Ja, ich muss wechseln. Cornet raus, rein für Benzir und Neji rein für Fekir. Wir kommen einfach überhaupt nicht klar. Auch bis hierhin haben wir keine Chance gegen Marseille. Ocampos. Die Flanke kommt und Ayew mit der nächsten Chance für Marseille. Ferry. Neji. Lacazette auf Neji. Neji mit dem 1 zu 1. Sehr, sehr schönes Tor hier. Und dann haben wir eine Chance und dann machen wir den rein. Oder zwei Chancen in der ersten Halbzeit hatten wir auch eine. Aber das macht ein gutes Team aus. Wenn man mal ein schweres Spiel hat, wo man nicht den besten Tag hat, dann trotzdem einfach die Chancen, die man bekommt, nutzen. Und man sieht es hier. Das ist stark gemacht von Neji. Ganz, ganz stark gemacht. 1 zu 1. Aus dem Nichts quasi. Aus dem Nichts. Keine Chance. Und Neji macht das 1 zu 1. Sehr, sehr. Sehr, sehr nice, auf jeden Fall. Lacazette erobert jetzt hier den Ball. Und jetzt haben wir natürlich eigentlich Platz. Der kann jetzt hier laufen, Gornet. Legt ab auf Neji und Neji, aber stark gehalten. Schade, Mann. Die letzten Minuten hier lasse ich jetzt wieder durchlaufen. Das ist ein spannendes Spiel jetzt hier nach dem 1-1 und jetzt sind wir auch wirklich besser im Moment, muss man sagen. Gaia, unser Linksverteidiger, aber stark verteidigt von Ocampos. Hut ab. Der kann hier alleine durchlaufen, wir kommen nicht an den Ball. Ich weiß nicht, was da los ist, Alter, wenn wir mich verarschen. Ja, endlich. Gonalons. Auf Gokuf, der wieder auf Gonalons. Aber jetzt Marseille mit allen Mann hinten. Lacazette. Aber auch stark verteidigt. Ferry kommt hier nicht an den Ball dran. Schwieriges Spiel, muss man sagen. Marseille hat es wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und dann aus dem Nichts, aber von uns das 1 zu 1. Und Titi verliert hier auch den Kopfball. Also. Es war kein guter Auftritt von uns, aber dass wir dann aus so einem Spiel trotzdem wahrscheinlich einen Punkt mitnehmen, das ist dann wieder stark und zeigt dann auch die Stärke, finde ich. Aber es war ganz klar nicht unser bestes Spiel. Eher eins der schlechtesten. Neji. Vielleicht geht ja noch der Lucky Punch. Gokuf. Auf Ferry. Ferry zieht einfach mal drauf, aber Fanny lockt den nochmal, aber. Das war's auch. 1 zu 1. Geht's aus und unsere Fans pfeifen, ne? Ja, haben sich einen Sieg erhofft, aber ja, man kann natürlich nicht immer gewinnen. Marseille hat einfach sehr, sehr stark gespielt. Die haben uns wirklich so, keine Ahnung, die haben das gemacht, was uns wehtut. Einfach immer geflankt und geflankt. Und wir kamen einfach nicht auf die Flügel, haben nicht den Ball bekommen und haben sie einfach sehr, sehr stark gemacht. Trotzdem ein 1 zu 1 durch den Treffer von Neji haben wir dann ausgeglichen und darum, ja, eben ein 1 zu 1, ein sehr, sehr schwieriges Spiel, aber mit einem relativ guten Ergebnis dann, muss man sagen. Und ich hoffe, der Part hat euch gefallen und dann sehen wir uns im nächsten Part. Ja, haut rein und tschüss.